Ja, das ist ja schon Rekordarbeit, was der hier macht. Holy shit, ich könnte das nicht. Ich frage mich gerade, wie viel dieser Kastendinger schafft der am Tag? Das ist ja. Wow. Okay. Boah, das ist Rekordarbeit. Aber die grinsen, die haben Spaß an der Arbeit. So muss es sein. Der ist doch zu überladen. Hier dürftest du gar nicht mehr auf den deutschen Straßen damit fahren. Alter. Das ist schön in sich zusammengesackt. Okay. Was machen die? Okay, in Deutschland dürftest du das natürlich nicht, wenn der Bagger gerade am Arbeiten ist, dass du da reinspringst ins Loch. Okay, hier gibt es Orangen oder Mandarinen, Nektarinen, was auch immer. Was macht der? Das sieht aus wie eine Schaufel. Das war jetzt ein bisschen zu schnell weg. Schade eigentlich. Okay. Ein Förster. Geil. Alter, das musst du aber auf die Muskulatur im Rücken und in den Beinen gehen. Oh, der wird Muskelkater haben. Okay, ein Beruf, den ich nie machen werde. Nee, ich hätte Angst, dass ich da runterfliege. Holy. Okay, der greift immer vier Stück mit einer Zange. Ich weiß gar nicht, wie das bei uns in Deutschland gemacht wird. Ich glaube, das macht alles eine Maschine mittlerweile bei uns. Okay, was macht der? Boah, das muss ja auch geil sein. Oh, geil. Ah, okay. Hier kommen Fische. Nicht gerade wenig. Schönes Fischfilet mit Soße Hollandaise und Spargel. Hätte ich jetzt Bock drauf. Was ist das? Ach, die haben da so ein Zeug reingemacht und per Schleudergang wurde daraus eine Gussform gemacht oder ja, eine Form. Interessant. Okay, das war's mit dem Baum, würde ich sagen. Boah, so eine Fließbandarbeit wäre definitiv nichts für mich, Alter. Da muss ja richtig funktionieren, vor allem bei sowas. Geht doch alles auf den Nacken. Alter, die müssen der übelste Stirnacken haben. Hier wieder Fließbandarbeit. Nee, da musste echt funktionieren. Okay. Was auch immer hier gemacht wird. Das kenne ich, den Schnee vom Dach holen. Damit Leute, die unten lang durften, den nicht auf den Kopf kriegen. Oh, Zuckerrohr. Das erinnert mich an LS19. Könnte ich auch mal wieder zocken. Und der hat definitiv Spaß an der Arbeit. Das würde ich auch gerne mal machen. Boah, das erinnert mich gerade an Takeshis Castle von früher. Das habe ich früher sehr gerne geguckt. Okay, hier wird gedüngt oder irgendwas wird hier gemacht. Das machen aber heutzutage alles Maschinen. Und keine Ahnung, was der macht. Mit einem Föhn die Luftballons in der Luft halten. Okay. Schön für Kinder. Ja, und der weiß, wie viel er portionieren muss. Ja. Okay, was wird hier gemacht? Wie kommt denn das da rein? Ah, Süßkartoffeln. Hier werden Süßkartoffeln gehäckselt, hä? Aber warum? Okay. Eine Drohne. Ja, gut. Das war fake, das hat man gesehen. Und hier werden Schrimps getrocknet. Alles per Hand noch gemacht. Nicht so wie in Deutschland, wo alles mit Maschinen gemacht wird.
Nee, also das könnte ich definitiv nicht den ganzen Tag, wenn ich würde nach einer Stunde die Lust verlieren. Nee, Fließbandarbeit ist definitiv nichts für mich. Okay, mein Rohr zusammengeschnitten, was macht der? Der lässt irgendwas in die Gläser fallen, was farblich ist. Okay. Ach, wieder LS19. Oh, da geht aber die Hälfte vorbei, was der da in den Anhänger schmeißt. Okay, hier wird irgendwas verpackt. Schwämme oder sowas. Oder gefrorener Spinat. Irgendwas ist da verpackt worden. Ist wieder so eine Fließbandarbeit. Das könnte ich nicht. Ey, was macht der, wenn das Eis jetzt wegbricht? Okay, merkt. Ach, das ist gar keine Schaufel. Nee, das ist hier irgendwas zum Locker machen. Okay. Habe ich so auch noch nie gesehen. Da werden Zwiebeln angepflanzt. Cool. Grüne Bananen. Die werden grün geerntet, kommen in bestimmte Anhänger. Da in den Anhängern herrscht eine bestimmte Temperatur, dass sie hier weiter reifen und wir sie schön gelb im Laden haben. Das kenne ich. Und das hier wird Werkzeug poliert. Ja, gut. Aber da verstehe ich, dass das eine Maschine macht. Per Hand wäre das echt aufwendig. Und was machen die? Hecke schneiden. Wenn da jetzt einer den Kopf raussteckt, der Kopf ist ab. Aber das ist keine Hecke. Was schneiden die da? War das ein Tee? Ein Salatköpf, okay. Ich würde die Übersicht verlieren, wo dort ein Salatkopf ist. Die schmeißen die Blätter einfach nur wieder aufs Feld. Okay, hier wird Ton oder Lehm. Was machen die damit? Schippen? Nee. Die schieben das irgendwo hin. Okay. Schöne Maschine. Lol, hier wird eine Kette gemacht. Ja. Okay, das habe ich so auch noch nie gesehen, wie ein Boot an Land geholt wird. Und der kleine Bagger da unten an der Ecke hält das jetzt auf, oder wie? Kann man machen. Ja, hier wird ein Pfeiler weggehämmert. Ach, das kennen wir ja schon. Also in Deutschland dürfte man das so gar nicht machen. Nee. Bei der Bauaufsicht hier, die sind ganz schnell. Okay, was ist das? Das ist die Silage? Keine Ahnung. Hier werden Rohre geschnitten. Okay. Das machen alles Maschinen heutzutage, ja. Irgendwann wird jeder Beruf von der Maschine gemacht und der Mensch hat gar nichts mehr zu tun. Dann gibt es nur noch Menschen, die Maschinen warten und ja. Das war's dann. Okay, das sind fette Schrauben, die dort liegen und ein dickes Zahnrad. Wow, das ist von einem Bagger die Kette. Okay. Interessant, habe ich auch noch nie gesehen, wie sowas aufgezogen wird. Ja, der zieht den Anhänger erstmal mit. Ja. Man so machen. Okay, wenn Gläser verpackt. Nur Falten, so ein Stopper oder Ding rein, Gläser rein, weg damit. Ja. Was wird hier? Wenn hier Muscheln gesucht? Ja, Muscheln. Okay. Wie, was ist das denn? Ach, den kennen wir doch von Anfang. Boah, das ist die nächste Runde. Er hat die nächsten Paletten da angefangen. Ja, also.
Ich könnte das nicht. Ich wäre gar nicht so schnell. Wenn ich eins da reinmache, sind die nächsten Zähne schon durchgelaufen. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, solche Rekordarbeiten. Also ich könnte das nicht, vor allem so eine Fließbandarbeiten. Ist einfach nichts für mich. Das ist. Ich würde gar nicht so schnell funktionieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.